Sie sind der Mobilitätsknotenpunkt im Herzen der Städte. Und Millionen Menschen sind dort täglich unterwegs. 5700 Bahnhöfe gibt es in Deutschland. Und an jeder Station gibt es Experten, die sich um ihn kümmern. Der 22-jährige Philipp von Damaros ist bereits solch ein Experte. Er ist Facility Manager bei der DB Station und Service und betreut den Hauptbahnhof Hannover. Doch was macht ein Facility Manager eigentlich? Das Spannende an dem Beruf ist für mich die Kombination aus technischen und kaufmännischen Belangen. Wir müssen uns im kaufmännischen Bereich um Investitionsplanung kümmern, um Budgetkalkulation. Aber im technischen Bereich haben wir auch mit Elektrotechnik, mit Bautechnik zu tun. Wir müssen uns um den Brandschutz kümmern. Das ist eigentlich das, was spannend an dem Beruf ist, die Vielseitigkeit. Im eigenen Büro beginnt der Arbeitsalltag von Philipp von Damaros. Hier verschafft er sich einen ersten Überblick über die konkreten Aufgaben des Tages. Als Facility Manager legt er nicht selbst Hand an, sondern beauftragt und überwacht die zahlreichen Arbeiten rund um den Bahnhof Hannover. Im Prinzip koordinieren wir sämtliche Dienstleistungen, die hier bei der Deutschen Bahn im Bahnhof anfallen. Geht über die Reinigung, aber auch die ganzen technischen und baulichen Anlagen. Also wir müssen Aufträge mit Fremdfirmen abschließen. Wir müssen die Fremdfirmen einweisen, da wir Eigentümer und Betreiber der Anlagen sind. Dann geht es auch noch um Brandschutz. Gerade wir müssen im Sicherheitsbereich müssen wir immer gut aufgestellt sein. Und auch so Themen wie Heizung, Lüftung, Klimatechnik sind bei uns alltägliche Aufgaben. Bei allen anstehenden Arbeiten kann der junge Berufseinsteiger natürlich auf ein erfahrenes Team zurückgreifen. Auch fallen immer wieder Sonderaufgaben an, wie zum Beispiel der Aufbau eines Weihnachtsmarktes. Philipp von Damaros muss hier ganz genau hinschauen. Mit einem Entfernungsmesser kontrolliert er die vorgeschriebene Breite der Fluchtwege. Also der Fluchtweg von mindestens 5 Metern ist wichtig. Wenn in einem Brandfall die Menschen evakuiert werden müssen, müssen die hier über den Weihnachtsmarkt evakuiert werden. Wenn die Stände zu dicht aneinander stehen, könnte so ein Stau entstehen und in einer Paniksituation könnte es verheerende Folgen haben. Gleich nebenan am Westflügel soll eine beauftragte Firma ein Gerüst aufbauen. Dinge parallel möglich zu machen, das ist die Herausforderung bei diesem Beruf. Heute Morgen haben wir mit dem Gerüstarbeiten angefangen. Dementsprechend haben wir sie heute Morgen die Firma eingewiesen. Und jetzt sind wir noch mal hier, um zu gucken, ob die Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt werden. Der Facility Manager trägt große Verantwortung. Das weiß auch Philipps Kollege Wolf-Dietrich Rupp. Nach vielen Arbeitsjahren schwärmt er immer noch von seinem Beruf. Wir vereinen unter unserem Dach alles, was Sie hier brauchen. Ob das der Elektriker ist, der Heizung, Klima, Lüftungmann, ob das der Aufzugsmonteur ist, ob das der Gebäudereiniger ist. Wenn Sie Ihr Büro renovieren wollen, den Maler liefern wir Ihnen auch. Tja, mit einem Satz gesagt, Facility Management bedeutet für mich Verantwortung für Gebäude und Anlagen von A bis Z rund um die Uhr. Als Absolvent des ingenieurwissenschaftlichen Studiengangs Facility Management steht einer erfolgreichen beruflichen Laufbahn bei der Deutschen Bahn kaum etwas im Weg. Die Perspektiven nach dem Studium sind eigentlich recht vielseitig. Nach meinem 3-jährigen Studium bin ich hier in Hannover im Gebäudemanagement eingestiegen. Man hat aber auch noch andere Möglichkeiten. Und zwar, man könnte im Regionalbereich oder in der Zentrale arbeiten. Dort sind eher die Aufgaben langfristig angesehen. Man ist verantwortlich für die langfristige Strategieplanung der Instandhaltung. Neben der DB Station und Service bieten diesen Studiengang auch die DB Services Immobilien und DB Services an. Philipp von Damaros hat im Facility Management seinen Traumjob gefunden und einen guten Start ins Berufsleben hingelegt.